Liebe Freunde, ich grüße euch. Wir gehen tief in den Atem, werden immer ruhiger. Alle Geräuschquellen sind ausgeschaltet. Der Platz ist bequem, der Rücken gerade, der Atem langsam und tief. Wir geben dem Gehirn die Anweisung, auf den Atem und auf den Herzschlag zu achten. Das Gedankenkarussell wird langsamer, bis es stillsteht. Ich lasse meine Sorgen über das Gewesene zurück. Ich lasse meine Sorgen über das Zukünftige zurück. Ich bin jetzt hier. Ich atme, ich finde meine Ruhe und meine Stille. Mein Bewusstsein, mein Unbewusstes, mein Speicherbewusstsein ist wie alle Manifestationen auf diesem Planeten bipolar angelegt. Die Ebene des Zerstörens, des Leides ist dort vorhanden und die Ebene des Konstruktiven, des Aufbauenden, die Ebene des kosmischen Wissens der Befreiung. Buddha spricht von zwei Arten des Samens, die tief in mir liegen und an die ich mich anbinden kann. Sie steigen bei Abruf nach oben in mein Geistbewusstsein. Dann sind sie Bestandteile meines Bewusstseins, meines Geistes. Sie werden zu Gedanken, zu meinen Gedanken, gehen durch das Tor der Sprache und werden zu meinem Handeln. Mein Speicherbewusstsein ist in jeder einzelnen der bis zu 50 Billionen Zellen enthalten. In jeder dieser Zellen sind alle Aspekte meiner Person enthalten. Jede Zelle enthält meinen ganzen Körper, meine Gefühle, meine Wahrnehmungen und alles, was mir bewusst ist. Und nicht nur das. Was ich mir selbst zuordne, nicht nur das, sondern auch Bewusstseinsinhalte, die meine Eltern hatten und all meine anderen Vorfahren. Ich leide, weil ich an etwas festhalten will, was sich nicht festhalten lässt, weil ich mich in Träume verstricke, die nicht wirklich sind, weil ich das Irreale zur Tatsache machen will, weil ich die Welt zwingen will, sich nach meinen Vorstellungen zu richten. Das Festhalten an einmal getroffenen Entscheidungen macht oft das ganze Unglück eines Lebens aus. All mein Leiden muss identifiziert sein. Was Leiden ist? Alles, was mich bedrückt. Alles, vor dem ich mich fürchte, was mich stört, ängstigt, unruhig, wütend, aggressiv macht oder depressiv. Es ist unabdingbar zu erkennen, dass ich leide. Ich flüchte nicht davor. Ich verdränge es nicht. Ich leugne es nicht.
Ich verdrehe nichts Negative ins Positive. Ich deute nichts um. Ich sehe die Wirklichkeit so, wie sie ist. Nur in der Wirklichkeit entwickelt sich Erkennen und Verstehen. Wenn ich das Verkehrte esse, zum Beispiel, schaffe ich mir Leid. Die Tatsache, dass ich das Falsche esse und trinke, trägt viel zu meinem Leid bei. Ich muss tief schauen, um zu erkennen, aus was sich meine Nahrung zusammensetzt. Ist Pflanzen und Tieren Gewalt angetan worden, damit sie zu meiner Nahrung werden konnten? Sind Giftstoffe in ihnen? Dann ist das Leid der Pflanzen und Tiere zu mir weitergetragen worden? Habe ich Giftstoffe durch meine Sinnesorgane aufgenommen? Giftstoffe von Wut und Gewalt, von Gleichgültigkeit oder Arroganz? Kenne ich den Giftstoff der neuen Art, der im Gutmenschentum seinen Ausdruck findet? Dies ist ein besonders tückischer und gut verborgener Giftstoff. Weiß ich, welchen Dingen ich aus dem Weg gehen muss, damit ich keine Resonanz zu ihnen aufbaue? Meine Haut schützt mich vor Bakterien, meine Antikörper vor Krankheitserregern. Wie schütze ich mein Bewusstsein vor giftigem Fremdbewusstsein? Tief in mein Wollen muss ich schauen, tief in meine Motivation, um diese Fragen zu beantworten. Denn der Erschaffer meines Schicksals bin ich selbst. Indem ich Gedanken zulasse oder auswähle oder Gedanken nicht zulasse oder nicht auswähle. Da meine Wahrnehmung des Außengeschehens und die Wahrnehmung meiner inneren Gefühle in Resonanz zu meinem inneren Speicherbewusstsein stehen, empfiehlt Buddha, Wächter an die Pforten der Wahrnehmung zu stellen. Ganz einfach. Ich prüfe, ob das, was da auf mich zukommt, ob ich dies in mich hineinlasse oder ob ich den Zutritt verwehre. Mein Speicherbewusstsein, Abteilung Leid, hat zwei Ebenen. Auf der einen finde ich alles, was ich seit meiner Zeugung erlebt und deshalb abgespalten habe, weil es schmerzhaft war und Angst erzeugt hat. Auf der zweiten Ebene reihen sich alle meine Vorfahren auf, die Menschenwelt und vielleicht auch die Welt davor. Bin ich auf dem Weg, dann nehme ich zuallererst jenen Kontakt mit meinem Speicherbewusstseinsteil auf, der sich auf dieses Leben hier und jetzt bezieht.
Wie ich hier vorgehe, lehren uns die alten Weisen. Es ist der Weg. Buddhas Methode ist da sehr klar und zielführend. Ich mache Halt und komme in 5 Schritten zur Ruhe. Ich setze mich an einen ruhigen Ort, lege mich oder setze mich mit geradem Rücken hin und atme tief und ruhig. Ich atme tief, langsam, ruhig, ohne jeden Leistungsgedanken. Einfach tief atmen. Die Bauchdecke hebt sich, die Brust hebt sich mit und ich atme ein, aus. Ich mache Halt. Ich höre auf. Ich stoppe meine Gedanken. Ich gebe meinem summenden Bienenstock im Kopf die Anweisung zu stoppen. Ich gebe meinem ratternden Gehirn die Anweisung, jetzt nur auf den Atem zu achten, auf ihn genau aufzupassen und jetzt noch einmal unsere Grundübung des bewussten Atems. Tief einatmen, tief ausatmen. Ich kann mir dabei, um mein Gehirnkarussell zu stoppen, noch meinen Herzschlag zur Hilfe nehmen und gebe die Anweisung, beim Einatmen den Herzschlag zu zählen und beim Ausatmen den Herzschlag zu zählen. Nicht? Einatmen, 1, 2, 3, 4, ausatmen, 1, 2, 3, 4. Spüre ich meinen Herzschlag nicht, dann halte ich die Luft so lange an, bis er spürbar ist. Dann bleibt er. Buddha sagt uns in seiner Lehrrede vom bewussten Atmen, ich zitiere, wenn der Übende in der Lage ist, ohne Ablenkung bei der Übung zu bleiben, wenn er beharrlich und völlig wach ist, klar seinen Zustand versteht und unbeirrt im gegenwärtigen Moment weilt, dann hat er den ersten Faktor des Erwachens erreicht. Buddha lehrt uns in gänzlich einfachen Sätzen, den Atem in meine Bereiche zu lenken, die mir das Leben so schwer machen. In meinen Körper, in meine Gefühle, in mein Denken. Der Bereich des Körpers ist für mich, wenn ich mich von einem körperlichen Leiden befreien möchte, die Basis. Hier 2 Grundübungen im Wortlaut Buddhas. Ich atme ein und nehme meinen ganzen Körper bewusst wahr. Ich atme aus und nehme meinen ganzen Körper bewusst wahr. Einfache Sätze von Buddha mit großer Wirkung. Nächster Satz. Ich atme ein und lasse meinen Körper ruhig und friedvoll werden. Ich atme aus und lasse meinen Körper ruhig und friedvoll werden. Das war der Körper. Jetzt 2 Grundübungen aus dem Bereich der Gefühle im Wortlaut Buddhas. Ich atme ein und empfinde ein Gefühl der Freude. Ich atme aus und empfinde ein Gefühl der Freude.
Ich atme ein und lasse die Aktivität meines Geistes ruhig und friedvoll werden. Ich atme aus und lasse die Aktivitäten meines Geistes ruhig und friedvoll werden. Eine Übung im Wortlaut Buddhas zum Geist. Ich atme ein und lasse meinen Geist glücklich und leicht werden. Ich atme aus und lasse meinen Geist glücklich und leicht werden. Buddha empfiehlt uns 5 Schritte, um zu dieser gesuchten Ruhe zu kommen. Wie gesagt, 2600 Jahre alt. Wie ruhig war wohl damals die Zeit gegen heute? Buddhas erster Schritt: Ich mache Halt. Im Haltmachen erkenne ich, wo ich gerade stehe. Ich erkenne meinen Ärger, meine Angst, meine Traurigkeit, meine Wut, meine Verlorenheit, mein Hochmut, meine falsche Demut. Ich erkenne und mache mir im Halt mein aktuelles Thema bewusst. Zweiter Schritt. Ich erkenne mein Thema und akzeptiere es. Ich erkenne, ich akzeptiere, ich nehme an, meinen Ärger, meine Angst, meine Traurigkeit, meine Wut, meine Verlorenheit, meinen Hochmut, meine falsche Demut. Annehmen und Ja dazu sagen, ja, dass es so ist, wie es so ist. Das ist der zweite Schritt. Der dritte Schritt nun, ich umarme meine Not, meinen Ärger. Ich umarme meine Angst, meine Traurigkeit, meinen Hochmut, meine falsche Demut. Gleich wie das Gefühl auch sein mag, ich akzeptiere und umarme es. Vielleicht spreche ich sogar liebevoll mit ihm. Vielleicht sage ich zu meiner Angst: Hey, komm zu mir. Du gehörst zu mir. Ich drücke dich ganz fest. Und im Umarmen gelingt mir dann der vierte Schritt. Ich schaue tief, ganz tief. Dies bedeutet, dass ich hinter die Oberfläche schaue. Die Darstellungen, die ich um mich erlebe, und auch meine Darstellung nach außen, alle haben eine dahinter liegende Wirklichkeit. In diese dringe ich ein. Jetzt kann ich herausfinden, was mein Gefühl verursacht hat, warum ich mich so oder so fühle. Tiefes Schauen verwandelt meine Angst in Mut. Tiefes Schauen braucht großen Mut und schenkt mir dann tiefes Erkennen dessen, was ist. Wo kommt es her, dass da was ist? Wie wurde es ausgelöst? Wie habe ich mich verstrickt
Wie habe ich mich verstricken lassen? Dieses tiefe Schauen ist tiefes Nachsinnen, bis ich irgendwann erkennen kann, was mein Leiden verursacht hat. Und in diesem tiefen Schauen erkenne ich dann ebenfalls, dass dieses Leben ein Wunder ist. Ein Wunder, das jedes Fassungsvermögen übersteigt. Und daraus ergibt sich der fünfte Schritt, das Verstehen. Verstehen heißt tatsächliches Wissen. Dieses Wissen, das ist tiefes Verstehen dessen, was tatsächlich ist. Dieses Verstehen erwacht dann in mir zur Tatkraft. Ich weiß plötzlich, was ich tun werde und was ich sein lasse, um eine Situation zu verändern. Das höchste Verstehen ist die Freiheit von angelerntem Wissen, die Freiheit von Vorstellungen, wie etwas sein soll, und die Freiheit von Ansichten und Meinungen. Dieses tiefe Verstehen der Zusammenhänge ist die Freiheit von jeglicher Bevormundung. Dieses Verstehen gibt mir die ungeheure Kraft, die Wirklichkeit anzunehmen, um mich in ihr zu bewegen. Das ist der Weg, der zur Heilung führt. Aufhören. Erkennen. Annehmen. Umarmen. Tief schauen und tief verstehen. Ich muss wissen, dass ich zwei Bewusstseinsarten habe. Mein Geistbewusstsein, mein Denken und mein Speicherbewusstsein. Mein Geistbewusstsein ist mein Großhirndenken. Und das Fatale an diesem Denkapparat ist, dass er nur in der Vergangenheit oder in der Zukunft denken kann. Im Jetzt, im Moment, im Jetzt, das gerade geschieht, kann nicht gedacht werden, da der tatsächliche Jetzt-Moment als erlebtes Bild schneller ist als das Denken als Vorgang. Mein Denken hängt immer der geschehenden Wirklichkeit hinterher. Das muss gut verstanden werden. Und mein Denken zwingt die Wirklichkeit in die eigene Bewertung, in die eigene Denkschablone, in das eigene kleine Denksegment, das ich habe. Das Jetzt wird in der Regel nicht in seiner Tatsächlichkeit geschaut und erlebt, sondern sozusagen im Hinterhergalopp von mir bewertet. Und wo kommen meine Bewertungen her, meine Urteile, meine Meinung, wo kommt sie her? Aus meinem Erinnerungsspeicher. Mein Denken gleicht den Speicher mit dem neuen Geschehen ab und steckt das neue Geschehen in eine Schublade, die der Speicher kennt.
Wenn das von mir nicht verstanden wird, dann lebe ich prinzipiell in einer irreal-hypnotischen Welt der Fiktion. Denn die Vergangenheit ist tot und eine Zukunft gibt es nicht. Das, was ich Zukunft nenne, ist lediglich ein Hochrechnen, ein lineares Weiterrechnen der gehabten Vergangenheit, der gelebten Vergangenheit, die im Jetzt nicht mehr vorhanden ist. Noch einmal, weil es so unendlich wichtig ist zu wissen, mein Denken erfasst nie die jetzt ablaufende Realität. Es ist immer eine Reflexion. Es läuft immer dem Jetzt-Moment hinterher, um dieses Jetzt-Geschehen mit meinem Vergangenheitsspeicher und meinen Konditionierungen abzugleichen. Mein Vergangenheitsspeicher deutet und bewertet mein Jetzt-Geschehen nach gehabten alten Erlebnissen. Diese zwingen das, was jetzt geschieht, in meine vorgefertigte Meinungsschublade. Schublade zu, Meinung gefestigt. Und diese meine sogenannte persönliche Meinung hat dann mit dem Geschehen, was tatsächlich ist, wenig zu tun. Sie ist mein individuelles Traumgebilde. Buddha sagte dazu, dem Schaumball gleicht des Menschen Leib. Wie Wasserblasen sind Gefühle. Wahrnehmung ist dem Luftbild gleich und Geistgebilde dem Bananenstamm. Bewusstsein ist wie Gaukelwerk. Buddha. Meine zweite Bewusstseinsart, die ich habe, mein Speicherbewusstsein, teilt sich auf in meinen Vergangenheitsspeicher seit meiner Zeugung, von welchem eben die Rede war, und in meinen kollektiven Menschheitsspeicher, das Erbe meiner Vorfahren, das Erbe der gesamten Menschheit. Ich stelle mir mein Gesamtbewusstsein wie einen zweigeteilten Kreis vor. Der obere Teil ist mein Geistbewusstsein, mein Tagesbewusstsein. Der untere Teil ist mein Speicherbewusstsein. Tief unten lagern alle evolutionär möglichen Impulse, die positiven wie die negativen. Durch meine bewusst gesuchte positive Resonanz von oben nach unten werden die vergrabenen Inhalte auf die obere Denkebene gezogen. Im Erkennen und Verstehen des tagtäglichen Unheilsamen um mich und in mir blockiere ich die Resonanz dieser negativen Qualitäten zu meinem Speicherinhalt. Ich stelle das Negative fest, ich identifiziere es, baue aber keine Resonanz dazu auf. Das muss wirklich gut verstanden werden.
Wenn ich das Böse erkenne und beim Namen nenne, dann mache ich es sichtbar, aber ich selbst habe nicht das Geringste damit zu tun. Viele Menschen sind der Ansicht, dass derjenige, der das Böse thematisiert, diesem Hilfestellung leistet. Das nennt schon Buddha falsche Sicht. Die wunderbare Nachricht: Alle Energien, die ich dazu benötige, um den Weg zu gehen, der zur Heilung führt, sind bereits in meinem kollektiven Speicherbewusstsein enthalten. Diese helle Seite meines Unbewussten ist die Anbindung an das Feld der Alleinheit, an das göttliche Feld. Es gibt mir die Kraft, die ich benötige. Nichts ist irgendwo im Außen, das geholt werden müsste. Nichts ist im Außen, das zu mir kommen müsste. Der Transfer dessen, was ich suche, geht nicht von außen nach innen, sondern vom Speicherbewusstsein zu meinem erkennenden und verstehenden Geist in mein mich steuerndes Wachbewusstsein. Mein individuelles kleines Menschenbewusstsein erwächst aus dem kollektiven Bewusstsein der Menschheit. Dieses Erbe, das sich aus allen gewesenen individuellen Bewusstseinsinhalten zusammensetzt, ist tief in mir und in meinem Speicher enthalten. Und daneben sind dann natürlich die abgespaltenen Inhalte dieses Lebens seit meiner Zeugung. Aus diesem Speicher steigen immer und immer wieder hoch in mein Bewusstsein Gedanken der Gier, der Wut, der Unwissenheit, der irrealen Weltsicht. Und es ist so notwendig, dass sie ihre Kraft verlieren. Mein Weg ist: Ich transformiere sie, wenn sie hochgekommen sind, forme sie um und schicke sie abgemildert in den Speicher zurück, bis sie sich in diesem Ping-Pong-Spiel eines Tages gänzlich aufgelöst haben. Meine 5 Schritte der Heilung habe ich immer zur Hand, wenn ich keine konzentrierte Aufgabe erledigen muss, immer beim Geschirrwaschen, beim Spazierengehen, beim Friseur, beim Zugfahren, vor dem Einschlafen, statt Fernsehschauen, statt Geräuschbeschallung, nach dem Aufwachen und bei allen Gelegenheiten, in denen mein analytisches Gehirn nicht gefordert ist. Wenn dann die Situation kommt, der Versuch, auf mich überzugreifen, mich zu benutzen, mich zu instrumentalisieren, dann entfaltet dieser Weg seine ungeheure Kraft. Die Giftpfeile, die sich meist als Pfeile der Verlockung tarnen, prallen an mir ab wie Wassertropfen ohne jede Wirkung. Denn jetzt, nach diesen 5 Schritten, kommt aus ihnen heraus meine Tatkraft, mein Tun, mein Handeln. Und einmal am Tag gebe ich mir Energie und Stärke mit Buddhas Beschwörung
an diese eigene Kraft und meinen eigenen Mut mögen wahrlich eher Muskeln, Haut und Sehnen mitsamt den Knochen, dem Fleisch und dem Blute austrocknen und zusammenschnurren, als dass ich meine Willenskraft aufgebe, bevor nicht erreicht ist, was mit Mut, Kraft und Anstrengung zu erreichen ist. Ich danke euch.